Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf der nordfriesischen Marsch mit dem Kellerkind. Hallo zusammen. Ja, ich hoffe, ihr hattet schon einen schönen Sonntag. Und wir sind hier weiter am Feld 16 am Strohleer machen. Dich müssen wir einfach nur in Gang setzen, hoffe ich, ja. Ich habe mich vorwiegend jetzt um Feld 45 gekümmert. Der macht das Nachgewinde, das erste. Ja, das sieht gut aus. So, das schalten wir jetzt auch mal hin. Da sind wir auch schon. Ich habe eine Runde mit Hand quasi abfahren lassen. Jetzt könnte gleich noch passieren, dass sich die beiden Drescher in die Quere kommen. Aber wir schauen einfach mal. So, hier ist wieder die nächste Gülle, die wir zum Klärwerk fahren. Da ist unser Traktor für den Komposter. So, er ist noch Feld 33 am Pflügen. Ist auch nicht mehr so viel. So, und dich schicken wir auch zum Klärwerk. Du holst mal ein bisschen das Wasser ab. Falsche Richtung nehme ich an. Nee, eigentlich nicht. Ja, das ist schade, dass man die nicht irgendwie sortieren kann. Da war sie da. Machen wir. So, jetzt haut's hin. So, der Drescher ist schon, hat die erste Runde hinter sich. Aber wir schauen ganz einfach mal gleich. Oh, oh, da steht der Trecker im Weg. Wo bin ich jetzt hier? Fallen lassen. Kommt einfach gerade raus. Damit können wir leben. Ach, da kommt der zweite Trecker, kommt hier auch noch an. Das sollte funktionieren. Oh oh. Und er kommt mit dem zweiten Vorgewende nicht an. Klasse. Genau hier wieder abtanken. Schaffst du eh nicht.
sollte es auch funktionieren. Einmal den Komposter befüllen. Bis der wieder anfängt zu arbeiten. Er ist so gut wie fertig. Wunderbar. Steckt einer im Verkehr fest. Fahren wir den mal ein bisschen an der Seite. Jetzt haben wir einen Stau am Klärwerk. So, der kann noch einmal Kompost mitnehmen. Aber wird nun noch nicht mal voll, dann nicht. Dann werden wir dich schon mal zum ganz hoch schicken zum Inselhoflager. Um da Hopfen abzuholen für die Brauerei. Entlädt. Der Wasserhaini ist auch wieder hinter uns. Mama bringt das ja auch nicht so viel. Weil dann steht er gleich dem im Weg. First of all,
Tag trennen sich diese Wege. So, das scheint jetzt hier zu laufen. Da stehen sich zwei im Weg. Mir auch. Komisch rangefahren, aber der Drescher ist auch voll. Ja, nicht mehr rein. Gespannt, wie er jetzt hier wegkommt. Gut, fährt er eh durch die Frucht. Ups. Bis auf den Zaun gesprungen, ja, klasse. Ich glaube, dann können wir gleich zurücksetzen. Wenn wir den Trainer werden wir bestimmt so da wegbekommen. Ansonsten müssen wir den Verkehr auch mal wieder ausschalten. Also Verkehr ausstellen. Sollte es wieder laufen, können wir den Verkehr auch wieder anmachen. Was wollte ich jetzt mit den
Ah, ich wollte die Tomaten. Genau. Fliegt schon da einer weg. Dann sehen wir, wo wir die wiederfinden. Also haben wir nur 6 Paletten für die Ketchup und Mayo Produktion. Da ist er. Und Abmarsch. Bitte nur 30, nicht 40. Dick zu weit gefahren. Ja. Der Hopfen. Starten. Zur Brauerei. Und da warten wahrscheinlich schon die nächsten Abfahrer, jawohl. Der Weg ist auch weg. Er ist am Abtanken. Fährst du zurück? Ja, man setzt sich die Drescher an Bewegung. Er fährt Kreise. Warum fahrt ihr so spitz darauf zu? Drescher in Reichweite, kann ja nichts stimmen.
Ja, dass man das nicht ausschalten kann mit dem Drescherrohr in Frucht. Deswegen fährt auch er immer los, erst wenn der Drescher komplett bei 100% ist. Sehen, was er jetzt macht. Das fährt er kurz vorher in die Frucht. So, jetzt geht's hier weiter. Dass wir endlich mal das Feld 16 leer bekommen. So viele Bahnen haben wir ja schon gar nicht mehr. Drei Bahnen. Fertig. Entlassen. Feld 15. Fangen hier vorne an. Den ersten Wegsprung einstellen. Fest. Ja. Und wir hier Wasser abtanken. Dann können wir den LKW schon nehmen. Hopfen schon mal verteilen.
hier ein bisschen was rein. Zum Inselhof lagern. Du bist schon wieder voll und fahren lassen. Zum Kompass mal. So geklappt. Nein, Quatsch. Hier müssen wir drücken. Na, achso, er hat gerade abgetankt. Gut. Hier müssen wir ein bisschen was nacharbeiten, wenn er fertig ist. Wo ist Wasser voll? Ja. Ist ein bisschen was produziert worden, deswegen konnte ich noch was nachfüllen. Wie sieht es hier aus? Na, fehlt jetzt auch nicht so viel. Dann können wir den erstmal wieder zum Klärwerk fahren. Der möchte auch Gülle haben. Was fehlt hier? Man könnte Eierpaletten brauchen wir auch. Fehlen hier. Und was fehlt hier? Tomaten. Ja. Haben wir dabei. Und wir können das weiter produziert werden. Und hier ist auch schon wieder einiges voll. Können wir ja jetzt gemischt aufladen. Weil es geht ja alles in eine Halle. Noch eine Palette. Ja, voll. Dann damit Lebensmittel oder fangen wir erstmal Lebensmittel. Nee, jetzt macht er was nicht richtig. So.
Hopfen starten. So, Leute, wir haben die 30 Minuten schon wieder überschritten. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Schaltet nächstes Mal wieder ein hier auf der Nordfriesenfahrt mit dem Kellerkind. Für ein Abo und einen Kommentar würde mich freuen. Bis dann. Ciao, ciao.